Ja? Was? Ich gehe jetzt einfach mal an die Schmiede ran. In Schmieden kannst du mit Hilfe des Talents Schmiedekunst eigene Waffen und Rüstungen herstellen. Stelle deine eigenen Waffen und Rüstungen her. Mann, wie toll. Ah. Ich habe eben mein ganzes Zeug verkauft, ich Depp. Stimmt doch. Na okay, werde ich alles zerlegen. Passt schon. Gut, und das kann ich herstellen. Feinkling fehlt mir noch etwas. Kann ich da irgendwie auf Details kommen? Erfordert 4, 7. Wahrscheinlich Level in Schmiedekunst. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich sehe jetzt auch. Also ich kann beim besten Willen nicht rübergehen und sagen, ja, das und das fehlt mir. Allerdings sind diese Klingen. Ja, man sieht ja nicht, wie gut die sind nachher. Weil das würde gehen, ich verstehe es nicht. Soll ich das jetzt einfach mal machen? Herstellen. Ah, okay. Man klickt durch und je mehr von diesen Dingern man hat, umso besser wird das Item. Und jetzt werde ich doch gleich mal vergleichen mit dem, was ich jetzt habe. Mit den Omni-Klingen. Geschwindigkeit schnell, sehr schnell, Schaden ist... Ja, ein bisschen höher bei den Feinklingen. Dafür ist die Waffe minimal langsamer. 10 Körperschaden ist besser, Durchbohrungsschaden ist dasselbe, Feuerschaden zu Eisschaden, da ist ein bisschen weniger Eisschaden. Kann aber einfrieren und gibt mir plus 5 Leben. Okay, das ist obercool. Ich kann meinen hergestellten Waffen Namen geben. Und dann sagen wir doch mal, wir nennen diese Blade die Valkronenklinge. Toll, nicht? Halt. Großbuchstaben? Gehen doch, okay. Wie? Nicht länger als 14 Buchstaben? Soll ich jetzt extra nachzählen? Valkro sind schon mal 6 Buchstaben. 10. Valkronen klingen. Na toll. Das ist doof. Dann nehmen wir es einfach nur Valkron. Das Valkron. Ding. Coole Sache. Ja. Und ich habe mit Schiefen bekommen, Fingerübung. Ha, mein erster selbst hergestellter Gegenstand, der ist recht gut. Und es ist eine Feinklinge. Seht euch das an. Das ist so wild. Und der Eiseffekt. Wahnsinn. Was für ein geiles Teil. Was haben wir hier? Ich mach's schon wieder. Weg, weg, nein. Ich beklau diese Leute nicht. Irgendwelche Banditen kann ich ausrauben. Da ist das in Ordnung. Cool, und dann machen wir uns doch mal... Halt. Da ist noch eine Quest. Ach richtig, ich erinnere mich. Wir sollten doch noch die Heilmedizin besorgen. Für die Pfeile. Ihr da, ist euch übel? Juckt etwas? Läuft euch Blut aus den Augenhöhlen? Ich habe diese Symptome überall bemerkt. Aber sicherlich. Nein, schlimmer kann es nicht werden. Wenn die Rote Legion damit zu tun hat, blicken wir möglicherweise alle dem Tod ins Gesicht. Was habe ich getan? Nichts. Außerdem trifft keines der Symptome auf mich zu. Mädel, ich brauche einen Heiltrank. Ich bin sicher, ich habe hier irgendwo ein Fläschchen, aber mir fehlt die Zeit, jetzt danach zu suchen. Es tut mir leid. Ach, und was würde euch die Zeit dazu verschaffen? Warum stellt ihr Fragen, deren Antworten ihr ohnehin nicht verstehen würdet? Eure Stärke liegt eindeutig nicht im Geist, sondern im Führen einer Waffe. Wenn ihr es denn wissen müsst. Es wurde etwas Wertvolles gestohlen. Eine alchemistische Formel, die bei Freisetzung zu unsagbarer Vernichtung führen würde. Ich sehe ihre Symptome überall. Nur mein Schüler Kart und ich wussten von meiner Arbeit an der Formel, aber er ist ebenfalls verschwunden. Das ist nicht gut. Wer war denn euer Lehrling? Hat er euch vielleicht verraten? Sein Name war Kart Hilfred.
Eines Morgens fand ich ihn vor der Tür bei den Glutaugen. Ich war beeindruckt, wie gut er mit Pflanzen umgehen konnte. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so wissbegierig war. Na komm, ich werde dir doch mal helfen. So viel Entgegenkommen verdiene ich gar nicht nach allem, was ich getan habe. Wenn es in Odara zur Katastrophe kommt, ist es meine Schuld. Ich bin nicht sicher, wohin Kart gegangen ist. Aber ich weiß, dass er vor der Zeit bei mir in den alten Kammern von Agnur-Fahal gelebt hat, einer Erati-Ruine östlich von Gorhad. Sobald ihr Kart in Sicherheit gebracht habt, müsst ihr herausfinden, was mit meiner Formel geschehen ist. Und dann zerstört sie. Das ist unsere einzige Rettung. Jetzt würde ich trotzdem gern mal wissen, warum du das überhaupt gemacht hast. Von vornherein. Gut. Ja, das wissen wir jetzt, wo er sein soll. Ja, was ist mit deinen Experimenten? Ich habe mich jahrelang mit Alchemie, Heilung, Wahrsagen und Umwandlungen beschäftigt. Doch jetzt, wo uns dieser Krieg bedroht, erscheint mir das alles unwichtig. Nun verbringe ich meine schlaflosen Nächte damit, nach einer Formel zu suchen, die derartige Auseinandersetzungen für alle Zeiten beendet. Ah. Okay, das erklärt mir zumindest ein bisschen was. Na, danke, Nanne. Wiedersehen. Ja. Was wollt ihr? Kein Stress, Digga. Da ist oben noch irgendwas. Nö. Gab's da noch eine andere Möglichkeit, lang zu laufen? Willkommen! Eine Kiste? Nee, das werde ich nicht machen, wenn eine Wache daneben steht. Das ist ja irgendwie dumm. Dumm ist das. Oh, was haben wir denn hier? Dieser Labortisch erlaubt es dir, mit Hilfe des Talents Alchemie eigene Tränke herzustellen. Cool. Ich habe aber keine Rezepturen. Die werden wahrscheinlich dann droppen. Ja. Werde ich mir wohl ein anderes Mal angucken müssen. Dann gehe ich doch mal raus hier. Und dann schauen wir doch mal, ob wir diesen Karhard finden können. Mal sehen, ist die Quest schon verfolgt? Moment, da unten? Nee, das ist was anderes. Ach ja, stimmt, er hat mir beim Spielstart wieder diesen DLC reingehauen. Und zwar, mal gucken, die Empfehlung. Kann man das jetzt irgendwie direkt... Der ist da oben irgendwo, das muss ich mir jetzt mal melden. Melden? Hä? Odaraf. Nordöstlich von Odaraf ist er. Merken. Gott. Ha. Ich werde zum Chinesen. Nannes Lehrling finden. Gut, das machen wir jetzt als erstes. Moment, ich sehe gerade noch was. Ich könnte die Nanne nochmal fragen wegen dem großen Heiltrank. Zeit ist der entscheidende Faktor. Nie war das zutreffender als jetzt. Ja, aber sag mal nur mal was über den großen Heiltrank. Meint ihr wirklich, ich könnte mich von irgendetwas trennen? Noch dazu von einer meiner besten Mixturen? Hier wird geforscht. Da ist für Wohlfahrt kein Platz. Ich könnte dich auch bezahlen, ne? Also das ist ja nicht das Problem. Aber ich... Oh, die Dinger sind teuer. Also, ich denke, ich könnte diese Quest auch lösen, wenn ich das Ding direkt kaufen würde, aber dann wäre ich pleite. Vergleichen. Was kann das Ding? Mana-Rack. Geraubtes Mana pro Treffer. 10% Chance, pro Treffer ein Mana zu rauben. Minus 10% Mana-Kosten. Angeblich labte sich eine verzauberte Kreatur von den Nordinseln an dem Mana, das von Sterblichen wiedergespiegelt wurde, die vom Arkanschleier angezogen wurden. Ich bräuchte ohnehin mehr Zauberpunkte, aber ich glaube, ich werde den mal behalten. Der ist ja nicht ganz schlecht. Wiedersehen. Zumindest fürs Erste. Und dann schauen wir doch jetzt erstmal nach ihrem Schüler. Hey, und der ist gar nicht so weit weg. Wir müssen da wohl rechts irgendwo in welche Ruinen rein oder was? Ich sehe da schon einen Eingang. Da hat's doch was, da glänzt doch was. Purpurs Sinterdecke. Diese Geräusche.
Ching. Hi. Und Chris. Das nennt man dann Feuer und Eis. Ich dachte gerade, ich habe einen Sound hängen. Nee, das ist nur der Schrein. Halt, warum benutze ich den eigentlich nicht? Berührung des Todes. Nachgucken. 15% Chance pro Treffer 20 Leben zu rauben. Und Mana zu rauben. Puh, krass. Gutes Teil. Oh, und da gibt's noch was. Ich muss euch ein Geheimnis anvertrauen. Ich bin nicht traurig. Als ich ein kleines Mädchen war, sagte mein Vater immer, wenn man mit jemandem alt werde, würde man sein Schicksal an ihn binden. Ein Muster schaffen, das zum Teil das eigene, zum Teil das des anderen sei. Mein Vater sagte, dass Witwer deshalb oft kurz nach ihrer Frau sterben. Aber mir geht es nicht so. Ich fühle mich frei. Okay. Ich war jetzt absichtlich still, weil ich wollte jetzt nicht reingehen, weil ich denke, durch den Ladebildschirm hätte ich diesen Text unterbrochen. Wäre ziemlich uncool. Ah, Seeflux, kein Reagenzieren. Also bis jetzt sah auch jeder Dungeon anders aus, oder? Zumindest vom Farbthema her. Hey, da ist doch was. Bist du Carve? Hey! Was macht ihr hier unten? Wisst ihr nicht, dass Agnur Fahal von den Geistern der Erati heimgesucht wird? Also, seid ihr tollkühn oder nur dumm? Tollkühn. Tollkühn natürlich. Oh, ich verstehe. Die raffinierte Gnomin hat einen Champion gefunden. Wie erquicklich. Nanne war schon immer eine Närrin. So sehr in ihre Arbeit versunken, dass sie die Täuschung direkt vor ihren Augen nicht sah. Die Rote Legion hat ihre Formel. Denn ich habe sie ihnen gegeben. In diesem Augenblick schaffen sie Kisten davon nach Osten zu der Stadt Rathir, wo sie dafür einen hohen Preis erzielen werden. Arme Nanne. So vertrauensselig. So lächerlich. Sie darf natürlich nie von meiner List erfahren. Ihr versteht. Es tut mir... Ja, ich verstehe, Frau Räter. Oh, oh, oh. Er ist ja nicht alleine. Blut für Blut. Ha! Okay. Ha, wo kamen die anderen her? Diese Waffen sind echt toll, aber es ist ein bisschen unübersichtlich, mit denen zu kämpfen. Ah, schon kaputt gemacht. Den nächsten kaputt gemacht. Aber alle guten Dinge sind drei. Und es ist haufenweise tolles Zeug zum Zerlegen. Und diesmal nicht zum Verkaufen. Ich kann hier... Moment, hat sich meine Kiste aktualisiert? Was muss ich denn jetzt machen? Alle Kisten zertrümmern. Carve hat zugegeben, für die Banditen der Roten Legion zu arbeiten. Bla bla. Bande hat vor, gefährliche Geheimformel nach Osten zu bringen. Und deshalb die Transportkisten zerstören. Ja, das macht Sinn. Okay. Und diese Bogenkisten zerstören. Hasta la vista. Und es ist doch bald wieder Zeit für den Abrechnungsmodus. Eine Himmelsblüte? Nee, keine Reagenzien. Gut. Dann folgen wir doch mal der Höhle. Die vor Gegnern nur so strotzt. Ah, voll versammelt.
Ja, das nennt man wild. Lalala. Hier ist aber sonst nichts. Absolut nichts. Ich könnte doch wetten. Nee, echt nichts. Okay. Und ich fühle mich ständig daran erinnert, dass ich doch endlich mal dieses Viewport-Programm einspielen sollte. Oh, warte, meine Weggabelung. Bringt mir leider nicht viel. Die Map hier. Dann folge ich einfach mal jedem Weg. Was seid ihr denn für Viecher? Wichte? Au, 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 au. Nein, 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 nein. Das sind echt viele. Das Problem ist, die verhalten sich jetzt auch mal eher so vorsichtig. Na? Ah, okay. Und ich muss jetzt da doch wohl irgendwas freigeschalten haben, weil den Leichnam konnte man vorher nicht looten. Nee, leider nichts. Ich dachte, ich würde da vielleicht eine Quest für bekommen. Aber hier gibt es einen Wissensstein. Manchmal ist es schwer zu glauben. Doch ihr könntet die seltsamste Tatsache akzeptieren. Ihr habt euch getäuscht. Ja, doch das und diese endlose Leere ist schrecklich. Die Alten waren hier. Sie haben sich selbst in diese Welt gebracht. Der zeitlose Kreislauf dreht sich und dreht sich. Die Zyklen treiben mit dem Strom. Sie warten auf die Vergangenheit. Die Zukunft bringt den sich bildenden Sturm. Alter. Dieser Ort taugt nicht zur Heimat, für niemanden. Mal gucken, was der Weg birgt. Nochmal Wichte. Ekelhafte Laute. Und... Und... Bye, bye. Dann auch wieder alle. Eine Magiescherbe. Statisches Zepter stand auf der Handwickel. Das ist gut. Lederwickel. Überhaupt soll ich mal wieder gucken, ob die Items was taugen. Weil... Na, ich weiß nicht. Mit den Z-Boni ist diese Shepherds-Rüstung sehr stark. Da seht ihr es. Plus 10 Rüstungen bei 2 Set-Teilen. Bei 3 Set-Teilen hat man mehr Lebensreck. Da geht schon was. Und sonst, das andere Zeug hat zwar ganz gute Stats, aber eben keinen Boni. Aber ich könnte das Zeug mal alles zum Plunder setzen. Das wäre ganz sinnvoll. Bis auf den Selkie-Schleier. Ach ja, da fehlt ja was. Okay. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Dann gibt es eigentlich nur noch einen Weg, den wir folgen können. Da habe ich die Map doch ganz richtig eingeschätzt. Und zwar jetzt den rechten Weg. Was ist mit der Musik passiert? Ah, das sieht echt nur cool aus. Halt, Gegner. Die haben mich schon gesehen. Okay. Passt soweit. Goldmünzen und eine Flasche Warani-Wein. Kann mich gleich mal fett besaufen. Echt schönes Ambiente hier. Ach gut, dem Weg kann ich nicht folgen. So. Verhält sich hier aber recht ruhig. Noch. Da hat es ein paar rote Dots vor mir. Ja, und die werde ich mal alle wegräumen.
Dieses Land gehört der Roten Legion. Für die Legion! Ja. Und ich habe wieder vergessen, den Abrechnungsmodus anzumachen. Why, oh why? Mal gucken. Das... Knapp. Das wollte ich jetzt nicht riskieren. Aber das klappt. Ein Zepter, Goldmünzen, den Borg... Random Zeug. Hey, noch ein Stein? Diese Mauern sind gewachsen, wurden gebaut aus Stein. Mit Liebe wurde dieser Ort erschaffen. Ihr seht die Lichter, die mystischen Hallen geordneter Realität. Es sind die Gesichter der Vermissten, die verkörperte Wahrheit der verlorenen Seelen. Es sind so viele, doch man kann sie sehen. Wie jämmerliche Scharaden sind sie, manche mit guten Absichten, was man ihnen nicht vorwerfen kann. Doch die meisten sind nur eine List. Es versteht sich, dass es mir hier nicht gefällt. Ihr hättet eure Freiheit behalten und ein bequemes Leben führen können. Doch ihr konntet die Unruhe nicht bändigen, die euresgleichen quält. Gut, ich werde an dieser Stelle mal rausgehen und einen kurzen Cut machen.